Zuhörer, liebe Zuschauer, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuschauerinnen, herzlich willkommen zum ersten Video-Interview der Humanistischen Akademie. Mein Name ist Ralf Schöppner, Geschäftsführer der Humanistischen Akademie, und ich werde heute das Gespräch mit unserem ersten Gast führen. Wir haben uns dazu entschlossen, dieses Format zu wählen, obgleich die Akademie eigentlich eher der Ort ist für, ja, leibhaftige Begegnung von Menschen zum Debattieren und zur Begegnung. Aber in Zeiten, wo das nicht möglich ist, dachten wir, wir wollen unseren Freunden, unseren Zuhörern, Zuschauern doch auch etwas anderes anbieten und probieren das heute mal. Ich bin genau Novize in dieser Technik wie unser Gast, die ich gleich vorstelle, auch. Aber wir werden uns allergrößte Mühe geben, hier eine gute Performance im Videochat zu leisten. Ja, diese Veranstaltung sollte eigentlich jetzt um 18 Uhr am 1. April in der Humboldt-Universität Berlin stattfinden. Historische Anthropologie und Technikentwicklung. Ein Wesen des Menschen? Fragezeichen. Und wir hatten eingeladen Professor Dr. Birgit Beck von der Technischen Universität Berlin. Und sie hat dankenswerterweise sich bereit erklärt, heute sich auch diesem Video-Interview stattdessen zu unterziehen. Was aber nicht bedeutet, dass wir die Veranstaltung nicht nachholen werden. Also die Veranstaltung ist überhaupt eingelassen in eine Veranstaltungsreihe, Dialog der Weltanschauung in Berlin. Das ist ein Zusammenschluss von verschiedenen säkularen humanistischen Gruppen in Berlin, und wir werden gucken, ob wir weitere Veranstaltungen dieses Formats auch hier im Videochat machen werden. Sie können alle Infos dazu, wir kündigen das rechtzeitig an, immer finden auf unserer Homepage, der Homepage der Humanistischen Akademie. Ja, jetzt möchte ich Ihnen und euch Frau Beck vorstellen. Sie sehen sie ja, sie ist neben mir zu sehen. Sie ist Professorin an der Technischen Universität Berlin, habe ich schon gesagt, dort am Institut für Philosophie, Literatur, Wissenschafts- und Technikgeschichte, hat eine Juniorprofessur inne für Ethik und Technikphilosophie. Herzlich willkommen, Frau Beck, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung, ebenfalls willkommen, guten Tag. Und wir starten auch gleich mit dem Interview, mit den ersten Fragen, wobei ich ein bisschen gedacht habe, man kann das nicht ganz übergehen, was uns hier in den letzten Wochen jetzt doch einigermaßen überrollt hat auch. Und deshalb meine erste Frage, Sie als Philosophin, Frau Beck, was kann man als Philosophin eigentlich zur gegenwärtigen Situation sagen? Hilft die Philosophie oder kann die Philosophie in irgendeiner Form weiterhelfen? Nun ja, es gibt tatsächlich PhilosophInnen, die sich schon dazu äußern. Die Akademie für Ethik in der Medizin zum Beispiel bietet immer aktuelle Informationen an. Der Deutsche Ethikrat hat sich in einer Ad-hoc-Stellungnahme schon dazu geäußert. Und auch einzelne namhafte PhilosophInnen haben sich schon geäußert, zum Beispiel Weimar Lübbe aus Regensburg oder Bettina Schöne-Seifert, die heute einen Artikel in der FAZ veröffentlicht hat, eine Kollegin aus Münster. Und ansonsten kann die Philosophie natürlich nicht nur, was professionelle PhilosophInnen angeht, sondern auch allen anderen, die sich damit beschäftigen, helfen, diese Zeit zu überstehen, damit es nicht langweilig wird, ne, wenn man sich damit beschäftigt. Auf jeden Fall. Aber kann man philosophisch auch was konkret zur Corona-Epidemie sagen und zu dem Ganzen drumherum? Was sagen die Kolleginnen und Kollegen, die Sie da zitiert haben? Nun, Verschiedenes. Es geht einmal um die soziale Situation, die nun herrscht. Die Leute sitzen zu Hause, sollten nicht rausgehen. Die meisten halten sich auch daran. Man geht einkaufen, wenn es sein muss. Und ansonsten versucht man zu Hause zu arbeiten. In meinem Fall geht das zum Glück recht gut. In anderen Fällen natürlich weniger gut. Und ist ein sehr schöner Beitrag von einem Kollegen ebenfalls aus Regensburg, Tim Kraft, den gibt es auf dem Philosophie-Blog, der sehr zu empfehlen ist, Präfaktisch, der von zwei Kollegen aus Salzburg betrieben wird. Da kann man gerne mal reinschauen, da gibt es auch eine Rubrik mittlerweile zur Epidemie. Und der Kollege hat es sehr schön ausgedrückt, zum Beispiel, es soll nicht um Social Distancing gehen, sondern um Socializing from a Distance. Ja, das ist zum Beispiel etwas, was Philosophen dazu sagen können. Ansonsten gibt es natürlich professionelle Einschätzungen der
schwierigen Abwägungen, die möglicherweise anstehen, wenn es zu sogenannten Triage-Fällen kommen sollte in den Kliniken. Es gibt auch eine Diskussion darüber aktuell, ob man diesen Begriff überhaupt gebrauchen sollte, der ja eigentlich aus der Katastrophenmedizin kommt. Und natürlich gibt es auch Kollegen und Kolleginnen, die sich mit sozialen Phänomenen beschäftigen, wie es denn weitergehen soll nach der Krise. Soll das Wirtschaftssystem so bleiben und so weiter. Mit Triage ist gemeint, dass man sozusagen in Krankenhäusern und anderen Einrichtungen vor der Entscheidung steht, um welchen Patienten, welche Patienten können wir uns kümmern und um welche nicht mehr. Und da wäre sozusagen die philosophische Disziplin der Ethik, die da gefragt wäre. Die wäre gefragt, das ist richtig, aber wie auch der Ethikrat zum Beispiel angemerkt hat, man kann nun nicht die Lösung solcher Probleme allein an die Wissenschaft verweisen und genauso kann man die Lösung solcher Probleme nicht allein an die Philosophie oder auch nicht an die Ethik verweisen. Ja, und eben solche bislang theoretischen Vorrangregeln, ja, oder die auf Katastrophenfälle tatsächlich gemünzt sind, kann man nicht eins zu eins umsetzen. Deswegen ist es schwierig, jetzt nach der Ethik zu rufen und wirklich harte Lösungsvorschläge zu erwarten. Das geht im normalen Leben schlecht und in der Krise eben auch. Aber interessant ist ja, ich habe das von Virologen auch gehört, dass auch Virologen gesagt haben, man kann jetzt nicht immer nur die Virologen fragen hier, bei so, ja, wenn es um sowas geht. Man muss auch Geisteswissenschaftler, Kulturwissenschaftler, Sozialwissenschaftler und so weiter mit hinzuziehen. Und da würden die Philosophen sicherlich auch mit zugehören. Genau, also ebenfalls, das ist auch ein Statement des Deutschen Ethikrates, es muss eine gesamtgesellschaftliche Debatte geben und das ist natürlich eine gesamtpolitische Situation, die auch nach politischen Lösungen sucht. Es kann nicht eine Akteursgruppe für alle anderen entscheiden. Ja, ich komme mal zu den Politikern, denn Christian Lindner hat uns letzte Woche im Bundestag eigentlich eine schöne Vorlage für unser Gespräch geliefert. Christian Lindner hat letzte Woche im Bundestag gesagt, diese Kontaktsperre sei gegen die Natur des Menschen und widerspreche den Prinzipien der offenen Gesellschaft. Bleiben wir zunächst bei der Natur des Menschen, weil das ist ja das Thema, was eigentlich das Thema der heutigen Veranstaltung gewesen wäre. Was sagt die moderne Anthropologie dazu? Natur des Menschen, gibt es eine nicht veränderbare Natur des Menschen oder ist es gerade die Veränderbarkeit, die Natur des Menschen ist? Nun, also möglicherweise hat Herr Lindner das nicht ganz wörtlich gemeint, sondern die Natur des Menschen wird ja häufig angeführt, um bestimmten Forderungen oder Argumenten ein möglicherweise rhetorisches Gewicht zu verleihen. Das kann natürlich in diesem Fall auch so gewesen sein. Ja, weiß ich jetzt nicht, unterstelle ich ihm einmal. Ja. Tatsächlich beide Thesen, die Sie angesprochen haben, gibt es eine unveränderliche Natur, eine Wesensessenz sozusagen des Menschen oder gibt es sowas nicht? Liegt die Natur des Menschen wiederum in der Veränderlichkeit? Diese Thesen wurden beide vertreten, auch in der philosophischen Anthropologie und werden es immer noch. Beides sind natürlich, wenn man genauer hinschaut, essentialistische Thesen über eine Natur des Menschen. Das ist immer ein bisschen schwierig. Ich versuche normalerweise, solche Ausdrücke zu vermeiden, weil sie doch bestimmte ontologische Annahmen im Gepäck haben, die möglicherweise schwierig zu begründen sind. Ja, dass es tatsächlich sowas gäbe wie ein Wesen des Menschen im generischen Singular. Ich glaube, dass es immer einfacher ist, einfach von Menschen im Plural zu sprechen. Ja, es gibt doch auch so etwas wie historische Anthropologie, also schon lange auch. Greift die das nicht eigentlich auf? Und würden historische Anthropologen sagen, man kann das eigentlich gar nicht machen von einem von einer Natur des Menschen zu sprechen? Nee, also natürlich kann man das machen, das wurde ja auch getan und wird auch immer noch. Man spricht ja faktisch, oder manche Menschen sprechen faktisch von einer Natur des Menschen und damit sind natürlich verschiedene Dinge gemeint. Und das ist, glaube ich, auch das Problem bei solchen Begriffen, dass man immer nicht genau weiß, wenn solche Begriffe gebraucht werden, was genau damit beabsichtigt ist oder gemeint wird. Das heißt, man müsste immer nachfragen, was soll das denn heißen, eine Natur des Menschen? Ist das irgendwie biologisch oder biologistisch gemeint? Oder ist das irgendwie metaphysisch gemeint? Was genau gehört denn dazu? Welche anthropologischen Vorstellungen
möchte die Person zum Ausdruck bringen, die von der Natur des Menschen spricht. Deswegen sind solche Ausdrücke immer schwierig. Ja, es gibt Kollegen von Ihnen, zum Beispiel Michael Quante, der spricht nicht von einer menschlichen Natur und wendet sich auch in dem Sinne gegen einen Naturalismus, weil er sagt, spricht stattdessen von einer menschlichen Lebensform. Die hat aber einen ähnlichen Stellenwert dann, nicht? Also er sagt dann, die personale Lebensform des Menschen zeichnet sich aus durch Autonomie und Verantwortung. Nicht unbedingt durch das Gelingen, sondern durch den Versuch oder das Anliegen, autonom zu leben und verantwortlich zu leben. Ist das eine plausible anthropologische Grundlage? Ich glaube, dass der Versuch, so hat er das selber mal bezeichnet, von Michael Quante tatsächlich sehr plausibel ist, nämlich eine pragmatistische Anthropologie zu entwickeln, so nennt er das, ne? Die sich nicht eben auf ein essentielles metaphysisches Wesen des Menschen stützt, sondern tatsächlich im Leben, im Handeln beginnt, ne? In der Lebensform oder noch besser im Plural in den Lebensformen und Vollzügen. Deshalb nennt er diese Anthropologie pragmatistisch, weil das Handeln sozusagen den Ausgangspunkt macht. Und das finde ich persönlich auch sehr plausibel. Jetzt vielleicht noch einmal, also Sie hatten ja eben schon gesagt, man muss immer darauf gucken, in welchem Sinn wird denn von der Natur des Menschen gesprochen und was will man damit eigentlich sagen? Und etwas, was man oft hört, ist, dass so etwas gesagt wird wie, also der technische Wandel, da spreche ich Sie jetzt auch nochmal als Technikphilosophin an, der technische Wandel sorgt dafür, dass wir demnächst alles vollständig über unsere Bildschirme verrichten. Und vielleicht haben wir jetzt gerade schon den Vorgeschmack, ne? Wir schmecken das schon, ne? Aber demnächst alles, also Einkaufen, Gespräche, Berührungen, Arbeit. Und unsere leibhaftigen sozialen Kontakte würden sich auf Minimum oder sogar auf Null reduzieren. Dann würden manche sagen, das widerspricht aber doch der Natur des Menschen. Was soll damit zum Ausdruck gebracht werden? Dass es doch so etwas gibt, wie etwas Unhintergehbares an unserer Art und Weise zu leben, was bleiben soll? Ja, leider hat ja nun nicht der technische Wandel dazu geführt, dass wir momentan so vieles online machen und nicht mehr im direkten zwischenmenschlichen Kontakt, sondern eben diese Epidemie. Das hätte man sich auch anders vorgestellt. Und das ist aber vielleicht, wenn man überhaupt etwas Gutes daran finden kann, jetzt als Testfall anzusehen, ne, um zu gucken, wie funktioniert das denn wirklich? Diese Vorstellung, dass der technische Wandel oder manche sprechen auch tatsächlich noch von Fortschritt, ne, unsere sozialen Beziehungen verbessern könnte, unsere Arbeitsabläufe effizienter gestalten und so weiter und so fort. Das waren ja die Vorstellungen noch bis vor ein paar Wochen. Jetzt wird sich zeigen, ob das tatsächlich so funktioniert. Ich glaube, dass direkte soziale oder zwischenmenschliche Kontakte niemals ersetzt werden können durch den Aufenthalt oder auch die Interaktion in solchen virtuellen Räumen. Das ist schwierig. Momentan muss das unterbunden werden, aus guten Gründen, aber das wird nicht so bleiben, wenn ich mir diese Prognose erlauben darf. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn man so sprechen möchte, dass das in der Natur des Menschen liegt, dass Menschen soziale Wesen sind, dann würde ich sagen, ist die Aussage inhaltlich sehr richtig. Nur gebraucht man eben einen möglicherweise problematischen Begriff dabei. Ja, aber wie würde man dann argumentieren? Man würde nicht sagen, das ist die Natur des Menschen, sondern man würde sagen, das ist eine Lebensform, an die wir uns gewöhnt haben. Das ist eine Lebensform, die wir gut finden, die wir bejahen und wir verteidigen die deshalb. Wir brauchen gar keine Natur des Menschen in unserem Argument, in unserer Begründung. Ich glaube nicht, dass man die Natur des Menschen tatsächlich braucht in einer argumentativen Begründung. Es würde reichen, zu sagen, dass Menschen eben im Plural und nicht im generischen Singular soziale Wesen sind. Das ist, glaube ich, eine empirisch hinreichend gesicherte Aussage. Und natürlich liegt uns auch etwas an dieser Sozialität. Das heißt, sie ist mit einem hohen Wert versehen. Ja, und wir machen uns Gedanken darüber, welche Werte wir realisieren wollen, welche wir verfolgen wollen, welche wir hochhalten und wie wir das auch unter veränderten technischen und momentan auch sozialen Bedingungen tun können. Das heißt, es würde dann vermutlich auch für normative Festlegungen reichen. Sie hatten ja den Herrn Lindner schon angesprochen, auch den leichten Zweifel daran geäußert oder den Verdacht, was er damit meint. Also warum führt er die Natur des Menschen an? Vielleicht
Also, und Sie haben auch dazu gesagt, das erlebe ich auch immer so, dieses Argument wird natürlich immer eingesetzt, um dem eigenen Argument eine besondere Würde und Kraft vermeintlich oder wirklich zu geben. Und Sie hatten eben auch schon den Verdacht geäußert, naja, warum sagt er das und wie wörtlich meint er das? Und natürlich ist bei einem Wirtschaftsliberalen wie ihm dann immer gleich der Verdacht, dass man denkt, naja, er will natürlich, dass möglichst schnell die Geschäfte wieder gemacht werden können und losgehen und deshalb sagt er sowas. Aber es zeigt sich trotzdem, vielleicht auch was ganz Allgemeines daran. Also wenn wir über die Natur des Menschen reden, dann oder über das Wesen, dann reden wir eigentlich nicht nur deskriptiv, also wir reden nicht nur beschreibend, sondern diejenigen, die reden, die etwas festlegen, die Festlegenden, leiten doch in der Regel auch normative Vorstellungen ab. Also wenn ich mal ein Beispiel nehme, könnte man sagen manche, nicht? Menschen bleiben aufgrund ihrer Sozialität nicht freiwillig Tage oder Wochen lang zu Hause, deshalb brauchen wir eine strenge Ausgangssperre. Das wäre jetzt so ein Beispiel, ein aktuelles, wo jemand sozusagen aus einer Beschreibung, wie Menschen sind, auch eine ziemlich harte normative Forderung draus ableiten will. Brauchen wir nicht solche Festlegungen überhaupt, um Normen für unser Zusammenleben zu begründen? Oder könnten wir auch ganz ohne solche Festlegungen auskommen? Zum Beispiel bei den Menschenrechten. Oh, großes Thema. Ich fange mal mit dem kleineren Thema vom Anfang der Frage an. Natürlich ist es so, dass wenn wir überhaupt anthropologische Annahmen zugrunde legen, und das tun wir ganz unweigerlich natürlich auch bei allen ethischen Theorien oder auch bei sozialen Theorien, natürlich liegen da anthropologische Annahmen zugrunde. Und die haben tatsächlich nicht nur deskriptive Anteile. Wenn wir über Menschen reden oder meinetwegen auch über den Menschen, dann werden wir nie nur deskriptive Aussagen machen. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass Normen unbedingt davon abgeleitet werden, sondern dass alle anthropologischen Annahmen, die wir normalerweise treffen über uns, wie wir sind, sein sollen, sein wollen, als Menschen, als soziale Wesen, als Personen, dass das immer schon gemischte Aussagen sind. In der Philosophie spricht man von dichten Begriffen. Das sind also solche, die schon sozusagen zwei Seiten haben, eine deskriptive und eine normative, die sich auch nicht so leicht voneinander ablösen lassen. Deswegen glaube ich, dass manchmal wird der Vorwurf erhoben eines Fehlschlusses, man würde von rein faktischen Dingen etwas Normatives ableiten. Ich glaube, in dem Fall trifft das möglicherweise gar nicht zu, weil wenn wir über uns als Menschen nachdenken, wir natürlich die Normen schon immer mittransportieren. Ja. Können Sie mal ein Beispiel nennen für einen dichten Begriff und vielleicht das Gegenteil davon? Was wäre das? Wäre das ein dünner Begriff? Tatsächlich heißt das so, das ist vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig, genau. Dünne Begriffe wären also solche, die, wie kann man es bildlich ausdrücken, sehr holzschnittartig formuliert sind und mit wenigen Voraussetzungen auskommen. Dichte Begriffe sind also inhaltlich sehr reichhaltig. Ja, wenn Sie von Menschen sprechen oder eben davon, was es bedeutet, eine Person zu sein in sozialen Zusammenhängen, dann haben Sie sehr reichhaltige Vorstellungen, die damit verbunden sind, die eben deskriptive Annahmen beinhalten und aber auch gleichzeitig normative. Wenn wir jemanden als Person ansehen, dann gestehen wir dieser Person schon bestimmte Eigenschaften zu und wir fordern vielleicht auch ein bestimmtes Verhalten von dieser Person. Das heißt, alleine dadurch, dass wir jemanden als Person qualifizieren, haben wir schon sehr viele Annahmen im Gepäck. Ja, also Autonomie wäre ein dünner Begriff, oder? Ich glaube, Autonomie, zumindest personale Autonomie, ist ein dichter Begriff. Ein dünner Begriff im Gegensatz dazu wäre zum Beispiel Handlungsfreiheit. Handlungsfreiheit bedeutet, ich kann tun, was ich will. Und personale Autonomie im Gegensatz dazu wäre insofern inhaltlich oder substanziell reichhaltiger, als dazu schon viel mehr gehört. Natürlich gibt es ganz verschiedene Theorien darüber, aber man würde zum Beispiel so etwas sagen wie soziale Eingebundenheit gehört dazu. Eine gewisse Art von Authentizität. Es muss also Bedingungen geben, dass ich tatsächlich autonom handeln kann. Das liegt in meinen
sozialen Relationen begründet. Dadurch wird meine Autonomie konstituiert, aber es liegt auch in meinen eigenen Eigenschaften begründet. Ja, ist es zum Beispiel tatsächlich so, dass ich das tue, was ich wirklich möchte, weil ich darüber reflektiert habe, ob das zum Beispiel gut für mein Leben ist. Ja, dichter Begriff, dünner Begriff, ich kann tun, was ich will. Wir waren jetzt darauf gekommen durch diese Frage, brauchen wir irgendwelche deskriptiven Festlegungen, also Menschen sind so und so, um dann daraus ableiten zu können, Menschen sollen dies oder jenes tun, sollten dies oder jenes tun, oder sollten so sein. Ja. Bei den Menschenrechten wird das ja auch oft debattiert. Weil Menschenrechte werden doch eigentlich begründet als etwas Unveräußerliches. Woher kommt diese Unveräußerlichkeit? Nun, ich glaube, dass es auf diese Antwort keine eindeutige, auf diese Frage, Verzeihung, keine eindeutige Antwort gibt. Denn auch für die Menschenrechte gibt es verschiedene Begründungen oder verschiedene Arten von Begründung. Und natürlich werden die alle versuchen, diese Unveräußerlichkeit irgendwie mit einzubeziehen oder zu rechtfertigen. Aber es gibt nicht eine konsentierte, objektive Begründung für Menschenrechte. Es gibt verschiedene Begründungsfiguren. Deswegen kann ich, glaube ich, keine eindeutige Antwort auf Ihre Frage geben. Na, ich kann ja mal, also ich fand immer herausfordernd und schwierig Richard Rorty. Nicht? Mhm. Rorty würde wahrscheinlich sagen, Menschenrechte, ich bin für Menschenrechte, ich bin dafür, dass wir die behalten. Und die Begründung wäre aber nicht, weil wir sozusagen ein bestimmtes Wesen des Menschen voraussetzen. Also zum Wesen des Menschen gehört es, dass er autonom, frei und freie Rechte hat. Sondern würde man sagen, die Begründung wäre bei ihm ja immer nur, weil wir uns in demokratischen Gesellschaften des Westens darauf geeinigt haben. Ja, deshalb gelten die Menschenrechte, weil wir uns demokratisch darauf geeinigt haben. Und da gibt es ja dann immer die Kritik, ist das nicht ein bisschen wenig? Weil das würde, man kann sich auch diese Einigung kann man auch wieder aufheben und braucht man nicht doch so etwas wie eine anthropologische Festlegung dahinter. Ja, das klingt natürlich immer so, wenn man keine unumstößliche Letztbegründung findet, als wären dann solche Normen, auch höchste Normen wie die Menschenrechte, willkürlich. Ja, und als könnte man die jederzeit wieder abschaffen. Das ist aber, glaube ich, erstens nicht der Fall. Das geht nicht so einfach. Und ich glaube auch, Richard Rorty als Pragmatist würde nicht sagen, die Menschenrechte gelten oder sollten gelten, weil wir uns darauf geeinigt haben. Denn man könnte sich ja auch auf irgendwelche trivialen Dinge oder unsinnige Dinge einigen, sondern sie gelten, weil wir uns darauf geeinigt haben und weil wir festgestellt haben in einem historischen Prozess möglicherweise, dass sie gut für uns sind, weil sie uns dabei helfen, zusammen gut zu leben. Ja, das macht einen Unterschied, ob die Geltung nur sozusagen in der allgemeinen Zustimmung besteht oder auch noch darin, dass etwas Gutes daraus resultiert. Und wenn wir historisch festgestellt haben, dass das ein gutes Instrument ist, dann denke ich, kann man Rorty immerhin insoweit zustimmen, dass wir dieses Instrument pflegen und behalten sollten, egal ob es eine Letztbegründung dafür gibt, die in der Natur des Menschen wurzelt oder in einer Gottesvorstellung oder worin auch immer. Ja, spannend. Da könnte man jetzt noch weiter, aber ich habe noch zwei weitere Themen, die ich gerne mit Ihnen ansprechen wollte und deshalb lassen wir das an dem Punkt so stehen. Ich wollte noch ein Thema ansprechen, gerade auch Sie wieder als Technikphilosophin, weil das immer wieder auch zu hören ist und weil das immer wieder debattiert wird, wenn es um künstliche Intelligenz geht. Dann ist nämlich zu hören, Maschinen und Computer werden in Zukunft all das können, was wir Menschen auch können. Oder sogar besser. Sie werden es sogar besser können. Halten Sie es zum Beispiel für möglich, dass ich ein Interview mit einem menschlich aussehenden Roboter führen würde, ohne das zu merken? Nun, erstens, Sie tun das gerade. Nein, wird Spaß. Nein, in diesem Fall nicht tatsächlich. Aber ja, das halte ich für möglich. Einfacher wäre es wahrscheinlich, wenn Sie nur ein Chatprogramm bedienen würden. Ne, dann könnte man vielleicht sehr viel schwieriger herausfinden, ob ein Mensch am anderen Ende sitzt.
trotzdem glaube ich, wäre es auch technisch möglich, Sie zu täuschen, wenn Sie ein Bildprogramm verwenden, wie wir das jetzt gerade machen. Das wäre, glaube ich, technisch möglich. Die Frage ist, was das aussagt. Mhm. Das sagt nicht aus, glaube ich, dass Computer oder künstlich intelligente Systeme, was auch immer das genau bedeuten mag, irgendwann alles besser können oder intelligenter sein werden als Menschen. Ja, manche Dinge können Computer sehr viel besser als wir jetzt schon, manche Dinge nicht. Aber diese etwas populäre Angst, die geschürt wird durch solche Aussagen, die bezieht sich häufig auf eine sogenannte starke künstliche Intelligenz. Ja, und da wird dann unterstellt, dass solche künstlich intelligenten Systeme über Eigenschaften und Fähigkeiten wie Bewusstsein, Empfindungsfähigkeit, meinetwegen auch Moralität und sonst was verfügen würden. Das ist recht unwahrscheinlich, denke ich. Ja, und zumindest im Moment noch überhaupt nicht abzusehen. Was realistischerweise diskutiert wird, das ist die sogenannte schwache künstliche Intelligenz. Da geht es aber tatsächlich nur darum, dass Computer natürlich sehr viel mehr Rechenkapazität haben als wir alleine mit Zettel und Bleistift und dass die Bilderkennungsprogramme besser werden, dass Muster erkannt werden können und alles, was sie mit Big Data momentan verbinden. Ja, das wird realistischerweise momentan diskutiert. Starke KI fällt in Klammern noch in die Kategorie Science Fiction. Wird aber häufig verwechselt oder es ist eben gut, wenn man steile Thesen verkaufen kann, deswegen wird es häufig in einen Topf geschmissen. Ja, gibt auch eindrückliche Filmbeispiele. Her verliebt sich in eine Software oder habe ich jetzt vergessen, mit der eingesperrten Roboterin, die dann auch sich befreit. Ava heißt sie, jetzt habe ich den Filmtitel vergessen, also das sozusagen nicht nur Software, sondern auch sozusagen der Leib ist dermaßen nachgestellt, dass die andere Person dieser Person vertraut und ihr sozusagen auf den Leim geht. Das sind ja so ästhetische Beispiele dafür. Der Film ist mir nicht bekannt. Es gibt ein sehr eindrückliches Buch von Ian McEwing, das heißt Maschinen wie wir. Da geht es auch darum, dass ein Roboter in eine soziale Beziehung kommt und tatsächlich auch sehr menschliche Eigenschaften ausbildet. Und das geht dann zum Schluss schief, aber ich will natürlich jetzt nicht viel verraten, aber das Buch ist gut, wenn man sich für sowas interessiert. Ja, also Sie würden, wenn ich das richtig verstanden habe, würden Sie sagen, also sicherlich kann man vieles so nachbauen, dass Menschen sich täuschen lassen können, aber Sie würden auf sowas wie einem kategorialen Unterschied von Mensch und Maschine beharren? Ja, wenn man so etwas möchte wie einen kategorialen Unterschied, ja. Oder eine unaufhebbare Differenz? Ja, ich bin nicht sicher, warum man so etwas bräuchte, weil es mir recht offensichtlich erscheint, dass Menschen und Maschinen recht unterschiedlich sind. Es wurde natürlich auch im Lauf der Geschichte und teilweise als Provokation die Metapher vom Menschen als Maschine verwendet, unter anderem von Lamettrie, einem französischen Arzt und Aufklärungsphilosophen, der gerade am Ende seines Lebens recht polemische Schriften verfasst hat. Und die Schrift, die am bekanntesten von ihm heute noch ist, das ist tatsächlich L'homme Machine, also der Mensch als Maschine. Es war nicht seine Hauptschrift, aber ist die, die heute noch bekannt ist und die damals schon und bis heute als skandalös gilt, aus unerfindlichen Gründen. Aber dass Menschen gerade immer mit technischen Bildern zu erklären versucht wurden, das ist ja auch kein neues Phänomen. Und das wurde immer mit dem jeweiligen Stand der Technik eben versucht. Ja, früher war die Rede von Röhren und was gerade eben en vogue war. Und heute oder seit längerer Zeit gibt es eben diese Computermetapher des Geistes, die aber, glaube ich, mittlerweile schon wieder outdated sein dürfte, auch wenn sie noch gebraucht wird teilweise.
Auch da gäbe es jetzt noch Anschlussfragen, sicherlich. Ich gucke aber ein bisschen auf die Uhr auch und kann alle Zuhörer und Zuschauerinnen vertrösten, dass wir diese Fragen bestimmt im Rahmen der Veranstaltungsreihe weiter diskutieren werden und vertiefen werden. Vor allen Dingen schauen Sie immer wieder auf unsere Homepage, da finden Sie Informationen zu weiteren Veranstaltungen. Ich möchte noch eine Frage stellen zum Abschluss vielleicht, weil das ein Thema ist, was auch in humanistischen Kreisen, also all diese Fragen werden im Grunde in humanistischen Kreisen debattiert, aber eine ist immer noch die, wenn es um das Thema Selbstbestimmung geht. Das ist immer nur die Frage, es ist oft zu lesen, Technik an sich sei ja neutral. Es komme nur darauf an, wie man sie benutze, ob man sie zu guten Sachen oder zu schlechten Sachen benutze. Aber ist Technik wirklich so neutral? Also legt Technik nicht viel mehr Nutzungsformen nahe, ohne dass ich das wirklich selbst bestimme. Also ein Smartphone legt ja nun mal, ist ein ganz einfaches Beispiel, legt ja wohl nun mal nahe, dass man das benutzt und plötzlich anfängt, alle möglichen Dinge dann mit diesem Smartphone auch zu machen. Und da trifft man nicht immer selbstbestimmte Entscheidungen. Das verändert ja auch mein ganzes Verhalten. Also unsere ganze Kultur hat das ja in den letzten 10 Jahren verändert, zum Beispiel so ein technisches Gerät. Also kann man das überhaupt sagen? Technik ist neutral. Und ist das nicht so eine typisch humanistische Ausflucht, dann zu sagen, naja, Technik ist neutral. Es kommt auch an, wir benutzen das selbstbestimmt und demokratisch legitimiert, dann ist schon alles gut. Also zumindest innerhalb der Technikphilosophie ist das keine These mehr, die mehrheitlich vertreten wird, dass Technik neutral wäre. Das ist also sozusagen ein alter Hut. Das würde fast niemand mehr behaupten. Ich weiß auch nicht, ob das tatsächlich eine humanistische Ausflucht ist oder etwas, was eher tatsächlich noch von TechnikerInnen geglaubt wird, die vielleicht technische Systeme entwickeln, produzieren, herstellen. Das mag sein, wobei ich mir da auch nicht sicher bin. Ich glaube, es gibt da auch reflektierte Leute, die wissen, dass die Technik eben nicht so neutral ist, ne, sondern dass da immer schon natürlich gewisse Werte und Normen einfließen, die dann auch in die Technik sozusagen eingebaut sind. Und natürlich muss man sich darüber Gedanken machen, auch als Nutzerin, möchte ich denn diese Technik in dem Sinne, den sie mir vermittelt, auch nutzen? Sind es denn auch meine Werte und Normen, die da eingebaut sind? Kann das Ding mir tatsächlich helfen, zum Beispiel autonomer zu werden? Nehmen Sie persuasive Technologien wie diese ganzen Fitness-Tracker und sowas. Ne? Wenn das Armband mir sagt, ich muss heute noch, weiß ich nicht, wie viele Schritte tun, ist das etwas, was ich mir vorher gut überlegt habe? Gehört das zu meiner Vorstellung eines guten Lebens dazu oder ist das etwas, was ich mir vielleicht manipulativ, mehr oder weniger manipulativ habe, überstülpen lassen? Entspricht das tatsächlich meinen eigenen Werten und Vorstellungen oder ist das etwas, was ich unreflektiert übernommen habe? Und gerade wenn die Technik mit einem Anspruch daherkommt, uns zu helfen, eben autonomer zu werden, effektiver zu werden, uns selbst vielleicht besser kontrollieren zu können, dann ist es, glaube ich, schwierig, das einfach unreflektiert einzusetzen, sondern man müsste vorher drüber nachdenken, ob man das tatsächlich möchte. Man müsste in dem Fall ja irgendwann entschieden haben, ich stelle diesen Tracker überhaupt an. Ja, oder ich schaffe den erstmal überhaupt an. Ich stelle ihn an, aber auch das kann ja schon sozusagen jetzt gesellschaftlich normativ nahegelegt sein. Das Umfeld hat das, alle machen das, man achtet auf seinen Körper, man achtet auf seine Gesundheit, man muss ja fit bleiben und so weiter. Auch da ist die Frage, wie lässt sich überhaupt entscheiden an dem Punkt, das ist jetzt sozusagen selbstbestimmt? Na, ob das selbstbestimmt ist, das hängt erstens davon ab, welchen Begriff von Selbstbestimmtheit oder von Autonomie man hat. Auch da gibt es verschiedene Varianten. Aber wichtig ist, glaube ich, tatsächlich, dass man etwas nicht nur deswegen tut, weil es alle tun oder weil man denkt, das sei jetzt die soziale Norm, die nahelegt, dass man das auch macht und selbst aber keine gute Begründung dafür hat. Und diese Begründung kann man nun finden, indem man für sich darüber nachdenkt, ob man das wirklich möchte, ob man denkt, dass das gut für einen ist. Und natürlich kann man das nicht nur für sich alleine finden, sondern auch im Gespräch mit anderen, im sozialen Austausch. Ja, und trotzdem kann man darüber nachdenken, ob das im
eigenen Fall oder auch im Fall von Freunden oder Familie, wenn man mit anderen spricht, etwas ist, was man möchte und was man tun sollte. Ich glaube nicht, dass es einen Automatismus gibt, dass wir zwangsweise immer die neuesten Technologien anwenden müssten. Das sollte eigentlich schon noch in unserer Entscheidung stehen, außer vielleicht im Arbeitskontext, da ist es möglicherweise schwierig. Aber das ist ja eine schöne Unterscheidung eigentlich, weil Sie unterscheiden dann zwischen einerseits nur Wünsche haben und das tun, was man sozusagen wünscht, und auf der anderen Seite reflektierten Wünschen. Also Sie sagen, Selbstbestimmung setzt dann ein, wenn man Wünsche nicht einfach nur hinnimmt und sie auslebt, sondern sie reflektiert, auslebt oder halt auch lässt. Auf jeden Fall legen Sie Wert auf diesen Reflexionsprozess jetzt als Kriterium für Selbstbestimmung. Genau, ja. Ja, vielen Dank. Jetzt muss ich auch, ja, ich könnte noch weitermachen, aber wir haben gesagt, wir wollen ja auch also nicht allzu lange, weil die Leute sehen so viele Videos auch gerade. Wir würden lieber ein knackiges, kompaktes machen, was vielleicht auch Lust macht auf weitere Videos. Ihnen vielen Dank, dass Sie dabei waren, sich Zeit genommen haben für uns. Ja, Ihnen auch vielen Dank, und ich hoffe, dass wir das Gespräch dann irgendwann live fortsetzen können. Ja. Also die Planung ist auf jeden Fall so, wir würden diese Veranstaltungsreihe gerne machen im Herbst, ja, ob es gelingt. Aber auch wenn es im Herbst nicht gelingen würde, das ist ja ein Thema, was auch 2021 nicht völlig unaktuell ist. Und wir würden auch wahrscheinlich dann noch daran festhalten, die Veranstaltungsreihe auch noch im nächsten Jahr zu machen, wenn es wirklich dazu kommen würde. Ja. Das denke ich auch. Dann vielen Dank nochmal und alles Gute. Ja, Ihnen auch. Alles Gute und bleiben Sie gesund, sagt man jetzt mal. Meine ich auch ganz ernst, bleiben Sie gesund. Ebenfalls. Vielen Dank.